Das ist ein Goldstück. Wird hier Gold genannt. Die korrekte Bezeichnung der Währung ist übrigens Septim, genau wie der Kaiser heißt. Ist ja üblich so. Was war's hier? Argonischer Bericht. Ah, irgendwelche Bücher. Der Mann liest also gern. Das ist des Rätsels Lösung. Was hast du hier sonst noch? Er wird nicht bemerken, dass wir hier waren. Wir verlassen diesen Platz genauso, wie wir ihn vorgefunden haben. Genau so. Das ist cool. Mist. Ich dachte mir jetzt so, wenn er die Treppe hochgeht, landet erstmal ein großes Buch auf seinem Kopfe. Aber nun gut. Pantoffeln. Ich ziehe seine Pantoffeln an. Aber erstmal. Ach du Gott. Oh Gott. Böse versperrte Schränke. Es lohnt sich im Moment für mich übrigens nicht, hier irgendwas anderes zu entwenden. Abgesehen von Gold und Dingen, die ich benutzen kann. Denn verkaufen kann ich gestohlene Gegenstände ja nicht. Beziehungsweise noch nicht. Okay, jetzt. Oh Gott. Nein! Es kann doch nicht so schwer sein. Es ist so schwer. Mindestens 30 Kilo. Im Schatten. Ist ja was? Das reicht mir. Oh, hat der gute Glatt hier einfach mal einen Screenshot gemacht von der Landschaft. So, auf jeden Fall, hier oben ist nichts. Und dann schauen wir doch mal in seinen Keller. Verstärkte Tür, die hat jetzt aber nur ein leichtes Schloss. Die nicht verstärkte Truhe hat natürlich ein schweres Schloss. Das ergibt doch Sinn, ne? Ich verrate euch ein Geheimnis. Es ergibt keinen Sinn. Und die Leute mögen uns lieber, wenn wir viel Charisma besitzen und wenn wir nicht die Waffe gezogen haben, während wir mit ihnen reden. Ist auch etwas, das ich sehe. Gegen Vampire ist der Gute geschützt mit seinem Knoblauch hier. Ein Schrank mit Weintrauben. Wo könnte er die nur herhaben? Dass der Typ überhaupt noch was isst. Ich meine, ist doch alles vergiftet. Glatius Notizen. Gute Nachricht. Noch habe ich vielleicht eine Chance. Habe heute jemanden gefunden, der mir hilft. Ein Fremder, der sich frei bewegen kann. Hoffe, bis heute Abend Beweise gegen Bernadette Penelés zu haben. Okay. Aktuelle Gedanken zur Verschwörung. Die Marokkati-Auserwählten. Am wahrscheinlichsten. Unbarmherzig und geheimnistuerisch. Durch meine Wachsamkeit habe ich ihre Feindschaft zweifellos oftmals verdient. Die Klingen, angeblich die Wächter des Kaiserreiches. Frage: Wissen Sie, dass ich Ihr dunkles Geheimnis kenne? Davon hängt alles ab. Dunkles Geheimnis würde ich gern auch mal erfahren. Die mythische Morgenröte muss mehr darüber erfahren. Obskure Hinweise aus verschiedenen Quellen deuten darauf hin, dass obskure Hinweise aus verschiedenen Quellen darauf hindeuten, dass sie von den dreien am gefährlichsten sein könnten. Frage: Warum wollen sie mich tot sehen? Sie sind von den dreien am allergefährlichsten, noch gefährlicher als die anderen vier. Überwachung von David Suree, das heißt, dem folgt er auch gerne. Und was ist die letzte Notiz? Montag. Heute habe ich Bernadette Penelés dabei ertappt, wie sie mich beobachtete. Inzwischen zweifle ich kaum noch daran, dass sie zu ihnen gehört. Das betrübt mich. Ja, gut. Ich hole mir meine. Es ist das Einzige, was ich hier stehlen kann. Sinnvoll. Deshalb wundert euch nicht. Das ist der Onkel Dieter. Jetzt noch ein Plätzchen für die Tante Petra. Ja. Wie krank ist das? Drei Schädel. Wisst ihr, Schädel haben die Angewohnheit, normalerweise auf den Köpfen von Menschen zu sitzen. Nein, nicht so. Schädel sitzen nicht auf den Köpfen von Menschen, aber ja, sie sind selbige zu einem Bruchteil. Das heißt, dieser Glad hier, so süß und nett und lieblich und liebreizend und fischförmig er auch ist,
scheint durchaus ein gefährlicher Bub zu sein. Aber wir werden ihm erzählen, dass Bernadette Pinellet ihn natürlich sehr böse beobachtet. Wir werden ihm das erzählen nachts hinter der Kapelle. Um 12 p.m. a.m. Oh, fahr doch zur Hölle. Hi, Glatia, wie geht's? So, ihr habt Bernadette Pinellet erwischt? Wie? Sie hat mich beobachtet und verfolgt, oder? Ja, natürlich. Das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. Ich habe es mir gedacht. Arbeit. Hierfür erwartet euch ein Bonus, keine Sorge. Ein Bonus? Ich habe es mir gedacht. Was ist mit der Belohnung, die ihr versprochen habt? Was ist mit der Belohnung? Aber natürlich, das Gold hier. Aber da ist noch jemand, über den ihr Nachforschungen anstellen sollt. Da, wo das herkommt, ist noch mehr. Was soll ich noch für euch tun? Soll ich das Haus dieses eigenartigen Glatia ausrauben? Schon erledigt. Tutius Sextius, kennt ihr ihn? Ein ruhiger Bursche, scheint völlig harmlos. Aber ich habe ihn als einen der Hauptverdächtigen. So, bla bla bla. Lasst euch nicht von Tutius. Das wollte ich jetzt eigentlich doch, nicht machen. Ihr sollt nicht in aller Öffentlichkeit mit mir reden. Ich bin doch hinter der Kapelle. Böser Bub. Tutius Sextus werden wir beobachten. So, haben ihn beobachtet. Wir haben rausgefunden, er ist ein ganz böser Bube und beobachtet unseren lieben Glatier natürlich. Und jetzt gib mir das Geld, Glatier. Gib mir das Geld. Ich will das Geld. Ich will das verdammte Geld. Bitte nicht markiert. Hallo, Glatier. Erzählt mir, was ihr über Tutius Sextius in Erfahrung gebracht habt. Der spioniert dich aus. Also hatte ich die ganze Zeit recht. Ihr leistet ausgezeichnete Arbeit, mein Freund. Was mit der Belohnung, die ihr versprochen habt? Hier, bitte, vertraut mir, das habt ihr euch verdient. Ich hätte da allerdings noch eine Person, die ihr für mich untersuchen sollt. Erwähnen? Kennt ihr David Cyrillier? Ja, vom berühmten Weingut der Cyrilliers. Säule der Gemeinschaft und so weiter. Wer würde ihn jemals verdächtigen? Du! Eine perfekte Tarnung für den Anführer der ganzen Verschwörung. Er beobachtet mein Haus ununterbrochen. Ihr werdet schon sehen. Er geht jeden Morgen aus dem Haus, beobachtet ihn und erstattet mir Bericht um Mitternacht, wie immer. Sorgt dafür, dass er euch nicht bemerkt. Er geht jeden Morgen aus dem Haus. Verdächtig. Seid vorsichtig. David Cyrillier ist der Anführer. Ihr dürft euch nicht dabei erwischen lassen, wie ihr ihn beobachtet. Okay. Wir haben ihn gesehen und er beobachtet Glatier. Er spioniert ihm die ganze Zeit her, dieser böse Bube. Was fällt ihm ein? Der Anführer der gesamten Sekte. Ich habe selbst gesehen, wie er... eigentlich habe ich ja nichts gesehen, aber das ist egal. Solange wir Glatier sagen, was er hören möchte, ist er natürlich höchst erfreut. Hallo Glatier, wie geht's? Also, was habt ihr über den ehrenwerten David Cyrillier erfahren? Dieser Hund! Ihr hattet recht, er spioniert euch aus! Und so fügt sich alles zusammen. Ja, jetzt ergibt alles Sinn. Hier, dies ist eure letzte Aufgabe. Was ist mit der Belohnung, die ihr versprochen habt? Hier ist das Gold, wie versprochen. Ich zahle immer meine Schulden. Und mehr als das. Erledigt die letzte Aufgabe in dieser Notiz. Und ich zahle euch noch mehr, viel mehr. Viel mehr? Das hört sich gut an. Mal nachschauen. Was steht in der Notiz? Was steht in der Notiz? Dazu müsste man wissen, wo... Was ist das denn? Dazu müsste man wissen, wo die Notiz ist. Wo ist die Notiz? Ich habe die Notiz noch gar nicht gelesen. Diese Leute müssen sterben. Anders geht es nicht. Sie verschwören sich ganz eindeutig gegen mich. Bernadette Pinellet, Tutius Sextius, David Sore. Tötet ihn zuerst. Kommt wieder zu mir, sobald es erledigt ist. Achtet darauf, dass euch niemand folgt. Dann gebe ich euch eure Belohnung, Glatier. Okay. Ich meine, ist Geld.
Schaut mich nicht so vorwurfsvoll an. Es ist Geld. Es ist Geld, verdammt. David Sorie. Fangen wir mit ihm an. Schöne Träume wünsche ich ihm vorher noch. Wo ist er denn? Warum schlägt er mit der Faust auf die Kante seines Beistelltischchens? Ja, was hat er denn? David Sorie, wo bist du? Er versteckt sich. Er hat sein Haus getarnt. Mysteriös. Wir suchen weiter nach dem Hause des David Sorie. In der nächsten Folge. Let's Play Oblivion. Bis dahin. Ciao. Und, ja doch.